Aprelüt. Tauchen musst du können, musst du lernen. Einmal ist es Glück und einmal Schmach. Gib nicht auf, du darfst dich nicht entfernen, wenn der Stunde es an Licht gebrach. Halten, harren, einmal abgesunken, einmal überströmt und einmal stumm. Seltsames Gesetz, es sind nicht Funken, nicht alleine. Sieh dich um! Die Natur will ihre Kirschen machen, selbst mit wenig Blüten im April hält sie ihre Kernobstsachen bis zu guten Jahren still. Niemand weiß, wo sich die Keime nähren, niemand, ob die Krone einmal blüht. Halten! Harren, sich gewähren dunkeln Altern, Aprelyd. Aprelyd. ist eine Wortschöpfung Bens, Nachspiel statt Prelyd, also Vorspiel, Gedanken also, die zum Lebensabend passen. Tauchen mußt du können, mußt du lernen. Einmal ist es Glück und einmal Schmach. Warum ausgerechnet tauchen und wofür soll es stehen? Ist es Glück zu tauchen, wenn man sich einer Sache entziehen kann? Schmach, wenn man sich tauchend einer Sache entziehen muß? Gib nicht auf, du darfst dich nicht entfernen, wenn der Stunde es an Licht gebrach. Das kann man als den stoischen Hinweis verstehen, dass man unglücklichen Zeiten standhalten soll. Halten, harren, einmal abgesunken, einmal überströmt und einmal stumm. Wir kehren offenbar zum Bild des Tauchens zurück. Wir halten aus, wir harren aus, auch abgesunken in das Unglück, das uns einmal überströmt und einmal aus Stummheit besteht des späten Bens großes Lebensthema, die Einsamkeit. Seltsames Gesetz, es sind nicht Funken, nicht alleine. Sieh dich um. Das ist mal wieder dieser so fast verständliche Ben. Ein seltsames Gesetz bestimmt unser Leben, das sehen wir ein. Warum aber und inwiefern keine Funken? Wer oder was ist nicht allein? Oder ist das ein Alleine im Sinne von nur? Vielleicht bemerkt man auch, wenn man sich umsieht, dass man selbst nicht alleine mit der entsprechenden Erfahrung ist, sondern sie mit der Natur teilt. Die Natur will ihre Kirschen machen, selbst mit wenig Blüten im April hält sie ihre Kernobstsachen bis zu guten Jahren still. Die Genügsamkeit des Kirschbaums, der doch normalerweise viele Blüten hat, aber auch mit wenigen Blüten würde er Kirschen machen. Die Natur wartet unbeirrt auf die guten Jahre, und so sollen wir es ihr nachtun, so soll man diese Verse wohl verstehen. Niemand weiß, wo sich die Keime nähren, Niemand, ob die Krone einmal blüht. Natürlich weiß man, wo sich die Keime nähren, es sei denn, man fragt nach dem letztendlichen wo oder es sei denn es geht um den einzelnen kern als keim dessen schicksal ungewiß ist und ob er es jemals zu einer blühenden baumkrone bringen wird halten harren sich gewähren dunkeln altern Aprilüt. man soll das altern also zulassen sich selbst gegenüber gewähren und damit auch das dunkeln und dieses lebens nachspiel Aprilüt.